Hallo. Guten Morgen. Morgen. Aus Obergreinet. Bei herrlichem Wanderwetter. Ja, es regnet und es ist arschkalt. Arschkalt. Also wirklich 5,5 Grad. Und wir haben uns entschlossen, heute mal so ein Wanderjogging zu machen. Dann sind wir schneller fertig. Dann sind wir schneller fertig mit dem Zeug. Und laufen eben nach Heidmühle. Und haben jetzt gerade das Auto da hinten abgestellt. Ja, und dann schauen wir mal. Wir schauen ein bisschen lustig aus, weil wir die Regenjacken über die Rucksäcke gezogen haben. Genau, wie die Michelin-Männchen. Aber das, wir mussten jetzt improvisieren, weil wir waren beim Packen gar nicht auf so schlechtes oder so kaltes Wetter eingestellt. Schlecht schon, aber nicht kalt. Also ja, so kalt. Wir haben sogar nur die Dreiviertel Laufhosen an. Und naja, jetzt müssen wir improvisieren, das macht nichts. Und dadurch, dass die Strecke heute sowieso recht monoton ist, ist es gar nicht so schlimm, wenn man dann auch gar nicht so viel filmt. Wir werden euch die Highlights, sofern es welche gibt, zeigen. Also, bis dann, jetzt laufen wir mal los. Da sind wir jetzt gerade hochgekommen. Da geht es zum Heidel-Aussichtsturm, wo wir gestern waren. Ja, und hier geht es jetzt nach Kohlstadtbrunn, Heidmühle, 14 Kilometer. Das wird jetzt die meiste Zeit so bleiben. Ein zweckmäßiger Forstweg. Also ideal fürs Joggen. Haben wir eins der wenigen Stücke Naturpfad. Aber bis jetzt konnten wir schon ganz gut joggen und vor allen Dingen, es geht halt überwiegend bergab. Das ist dann schon ganz in Ordnung. Das ist nur auf dem nächsten Weg. Ach so, das ist nur so ein Abkürzungspfad hier auf den nächsten Forstweg da hinten. Ah ja. Ja, servus! Das ist unser Wegemanager. Ich grüße dich, servus. Also, unser lieber Uwe, der Wegemanager vom Goldsteig und auch von anderen Fernwanderwegen oder Wanderwegen, hat uns mal seine Ausrüstung gezeigt. Und es ist hochinteressant, was man da alles so für schöne Schilder sieht. Genau, wir haben so ein Wegweiserschilder vom Goldsteig, die mit dem Standortnamen da haben, im Tourismusverband und für Webseite und mit den Koordinaten. Und wir haben auf jeden natürlich die drei Ziele, das Nahziel, das Mittelziel und das Fernziel, immer mit den Piktogrammen und mit den Meter, damit sich der Wanderer einfach zurechtfindet. Dann haben wir jede Menge Markierungsschilder dabei. Da hinten, ja. Wir brauchen also im Schnitt 3.000 bis 4.000. Jetzt kommt da noch ein Auto, jetzt muss er wegfahren. Genau, jetzt müssen wir ganz kurz abbrechen. Müssen wir ganz kurz abbrechen, ja. Da kommt ein Auto. Also das ist halt immer so. Normalerweise fährt hier kein Auto und ausgerechnet dann, wenn man hier mal was filmen will mit dem Wegemanager, dann kommt ein Auto. Ja, genau, wir haben jede Menge Werkzeug dabei, dann haben wir natürlich unsere Post mit dabei, die wir mit aufgebaut werden müssen. Ah ja, und dann die Stelen. Die Goldsteigstelen, jawohl. Das sind so Panoramastelen, die bauen aber die schönsten Plätze auf. Und wenn die Wanderer vorbeikommen, fotografieren sie es in der Regel, aber das ist für uns die billigste Werbung. Ja, stimmt, haben wir auch schon gemacht. Ja. Haben wir auch schon genau, eingestellt. Dann haben sie mich ja bei Instagram, bei Facebook gepostet. Und genau, also genau, sehr schön. Ja, also vielen Dank erstmal für die Infos und so. Hat man ja mal einen seltenen Einblick. Sehr interessant. Tschüssi! So. Jetzt fährt unser Goldsteig-Uwe wieder fort. Und wir machen unsere Reise weiter. Stunde später? Stunde später, wir haben jetzt Mords. Bin ich fast hinterhergelaufen.
Ja, das war jetzt unser, wir sagen immer Goldsteig-Uwe und der Wegemanager vom Goldsteig. Und das hat jetzt richtig Spaß gemacht, mit ihm mal live zu sprechen. Und deswegen wieder mal, wir haben ihn ja vor 2 Jahren oder letztes Jahr, weiß ich nicht mehr, letztes Jahr glaube ich, in Stuttgart auf einer Messe gesehen. Und ja, jetzt halt mal direkt am Goldsteig. War eine schöne Geschichte, doch. Ja, wir verlinken mal alles Wichtige. Genau, wir verlinken vielleicht auch mal seine Seite. Und da könnt ihr euch das ja mal anschauen. Ganz lieber Typ, der auch andere Wanderungen schon gemacht hat, Bücher geschrieben, Wanderbücher. Also ein ganz lieber Typ. So, wo geht's weiter? Links. Ja. Genau. Nach der schönen Kapelle geht es jetzt hier mal so einen kleinen Steig hoch. Ist zwar jetzt sehr monoton, immer auf dem Weg hier zu laufen, Kilometer lang. Aber zum Joggen ist es super. Also kann man zumindest ganz gut Kilometer fressen. Hier haben wir wieder den Wegweiser. Auch da geht es wieder zum Heil-Aussichtsturm. Und wir sind jetzt aber von da gekommen und laufen im Regen dort weiter. Es hört nicht auf. Hört nicht auf? Hört nicht auf. Dann lauf schneller, dann sind wir schneller am Trocknen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, ne? Ja. Also. Oh, schönes Wasser. Das schaut gut aus. Das ist ein richtiger Kanal. Ist hier kreuz und quer. Ah ja, jetzt geht es hier rüber zur Kreuzfichte über den Osterbach-Kanal. Das könnte also der Kanal jetzt eben gewesen sein. Hier sind übrigens Brombeeren. Das ist der Osterbach-Kanal.
Auch schön zu laufen hier. Sehr schön. Nur so ein bisschen am Wasser. Das macht Spaß. Am Wasser, im Regen. Ach schau, hier ist mal eine Holzstele, was der Uwe uns gerade gezeigt hat. Am Osterbachkanal. Ist eigentlich recht schön hier lang zu laufen am Wasser. Ich hab's gerade gesagt, am Wasser, im Wasser. Oder im Regen. Im Wasser. Ja. Du siehst so nass aus. Ja? Ja. Ich war im Wasser. Ach so. Du schwitzt so, das wird's sein. Ja, weil ihr kennt ja. Das ist wirklich ein schöner Weg. Kreuzt jetzt hier den normalen Forstweg und geht wieder weiter am Kanal auf den Naturpfad. Schön hier. Also gar nicht so langweilig wie wir dachten. Ach, jetzt kommt schon wieder so eine Matschpassage. Das geht aber. Geht, na gut. Wie du das sagst. War schon schlimmer. Ja, stimmt. Haben wir schon schlimmer gehabt. Also sehr schön hier das Stück. Und das geht jetzt schon Kilometer weit. Da an dem Kanal lang. Also das ist wirklich... So wie man sich das vorstellt. War echt super. Und da kann man jetzt auch nicht mehr joggen. Also wir zumindest nicht. Andere schon. Andere natürlich schon. Heidelbeeren. So, jetzt verlassen wir den schönen Pfad. Und müssen... rechts Richtung Heidmühle. Jetzt ist wieder Joggen angesagt. So 7 Kilometer vor Heidmühle oder vor unserer Ferienwohnung kommt jetzt sogar mal ein Stück Asphalt. Kein Wanderer unterwegs? Nee, wir haben noch keinen Wanderer getroffen unterwegs, ja. Naja, der Grund dafür kommt von oben. Jetzt geht's rechts. Also wir müssen ja jetzt rechts ganz normal dem Goldsteig weiter folgen. Nach Heidmühle, 4,4. Aber wir laufen jetzt noch mal den kurzen Abstecher zum Ursprung der kalten Moldau. Also hier ist der schöne Stein, wo darauf hingewiesen wird, dass der Weberaubach, der Goldgrubenbach und der Rotbach sich zur kalten Moldau vereinigen. Das passiert aber irgendwo mitten im Wald,
Das sieht man jetzt von hier aus nicht. Aber auf jeden Fall ist hier dann die kalte Moldau, die zusammen mit der warmen Moldau später dann die Moldau ergibt. Die fließt dann bis nach Prag und weiter, 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 bis in die Elbe. So wie zum Thema Geografie. Das ist jetzt übrigens der Rotbach, einer der Quellflüsse der kalten Moldau. Linde war das völlig wurscht, die ist einfach weitergelaufen. Wie in Uhrwerk geht es nämlich schon wieder bergauf, ganz leicht. Unendliche Weiden. Es hört nicht auf. Ein digitaler Parkplatz von 5 bis 21 Uhr. 50 Cent je angefangene halbe Stunde. Ja. Ist zwar nicht mehr weit, aber ich habe trotzdem Hunger. Außerdem regnet es gerade nicht so richtig. Doch. Ja, es nieselt ganz leicht. Ja, jetzt noch mal kurz zur Wegbeschreibung. Wir sind ja jetzt immer noch auf der Etappe N20, die offiziell von Philipsreuth nach Heidenmühle geht. Aber wir sind sie in Obergreinet gestartet. Das ist dort. Dort, Obergreinet. Dann geht es da runter zu diesem Wallfahrtsort Kohlstadtbrunn. Und dann über diesen Osterbachkanal ging es dann da schön entlang. Das ist hier irgendwo da. Ja, und dann sind wir zu dieser Moldau-Quelle oder zu dem Ursprung der kalten Moldau hier an der Ecke gelaufen und jetzt geht es den Rest noch rüber nach Heidenmühle. Na? Darf ich wieder loslassen? Jetzt darfst du wieder loslassen. Weil meine Hände sind eingefroren. Ach Gott, die Hände, ja. Oh. Kalt ist es. Kalt. Es sind bestimmt nur, also gefühlt sind es nicht mehr als 5 Grad. Gefühlt. Weiter geht's. Also wir sind jetzt links vom Weg abgekommen. Das ist da, wo praktisch dieser digitale Parkplatz war. Und da haben wir uns wahrscheinlich schon irgendwie vertan. Auf jeden Fall sind wir jetzt falsch gelaufen und laufen jetzt einfach geradeaus weiter und kommen dann da wieder auf den Weg. Das ist aber alles kurz vor Heidenmühle, also von daher ist das eigentlich wurscht. Das wäre halt sonst irgendwo da hinten nochmal durch den Wald gegangen. Das ist ja mal ein irres Kunstwerk hier. Lauter Ketten. Felgen. Motorrad. Alles schön verarbeitet. Sieht gut aus. Komm, Esel. Komm, Eselchen. Na komm. Schau mal. Schau mal. Stur wie ein Esel bist du. Jetzt sind wir in Heidenmühle angekommen, an der
kalten Moldau und gehen jetzt noch ein paar hundert Meter zu unserer Ferienwohnung. So, Fazit. Wir sind in unserer Ferienwohnung im Haus Anni in Heidmühle. Da sind wir ja vorhin hingelaufen. Ja, jetzt hatten wir dann nur noch die Problematik, wir mussten ja irgendwie unser Auto wiederholen. Und da sind wir den kürzeren Weg, um die 11 Kilometer, sind wir mit dem Fahrrad hingefahren zum Auto, dann die Fahrräder hinten drauf und dann wieder zurück. Was gibt's zu sagen? Ja, es war heute sehr kalt und sehr nass und deswegen haben wir uns auch sehr beeilt. Was aber auch nicht schlimm war, weil unheimlich viele Forstwege waren, also sehr lang geradeaus. Aber es ist ja klar, der Gottsteig ist lang, es kann ja nicht alle Kilometer ein Highlight kommen. Nee, das ist klar, aber ja. Es ließ sich wunderbar laufen, also joggen. Und bei dem Regen, oder halt, es war so Nieselregen, also bei dem schlechten und kalten Wetter, nasskalten Wetter, war das dann gar nicht so schlimm. Ein großes Highlight hatten wir natürlich, dass wir unseren Uwe, unseren Goldsteig-Uwe, wie wir ihn immer nennen, getroffen haben. Das war echt klasse und konnten da ein bisschen mit ihm quatschen. Die Kapelle im Wald war ja, sehr war nett und auch der Kanal im Wald. Genau, das war und, ja, echt schön. Dieser Osterbach-Kanal und die Kapelle, das ist hier der Wallfahrtsort Kohlstadtbrunn. Genau, das haben wir ja hier in dem Flyer hier nochmal drinstehen. Gerade an diesem hier ist das Osterbach-Kanal, da waren teilweise auch so Naturpfade, da konnte man schön laufen, also das war wirklich schön. Und morgen geht es dann auch entsprechend weiter. Der Goldsteig endet, also geht nicht direkt nach Heidmühle rein, sondern endet genau da, wo wir uns dann so ein bisschen vertan hatten, wo dieser digitale Parkplatz war. Das blende ich dann vielleicht auch nochmal ein und da geht er dann geradeaus weiter. Das ist dann aber schon praktisch die nächste Etappe, wo wir dann morgen auch entsprechend laufen. Heidmühle ist ein kleiner Ort, aber da gibt es auch eine Gastwirtschaft. Haben wir noch nicht ausprobiert und es gibt einen kleinen Edeka nah und gut. Wir waren dort mit einkaufen, das ist wirklich ein toller Laden. Klein, aber fein. Die sind sowas von nett da drin, auch preislich voll in Ordnung. Also, wir haben ja richtig unseren Spaß heute beim Einkaufen. Das ist noch eine andere Art von Einkaufen. Genau, da werden die Preise noch von Hand eingetippt. Das war richtig gut. Ja. Und noch und ein bisschen Werbung. Es gibt auch Quartiere in Heidmühle. Wir haben jetzt eine Ferienwohnung, das wisst ihr ja, weil wir immer gern von hier aus die Etappen machen, aber die Zimmer brauchen. Haus Anni hat auch 3 Doppelzimmer zu vermieten. Für Goldsteigwanderer auch mit Frühstück und es gibt sogar frische Eier von glücklichen Hühnern. Von eigenen Hühnern, genau. Genau, und hier ist auch noch ein Fischgeschäft angeschlossen, weil gern so geräucherten Fisch und so isst, Forelle und so weiter und so fort. Ja. Lachsforelle, Forelle, irgendwas habe ich sein oder irgendwas. Ja, dann bietet sich wird man hier bestimmt auch noch sehr glücklich. Genau, wir machen da tatsächlich ein bisschen Werbung, weil die Familie wirklich sehr, sehr nett ist und uns hier sehr herzlich aufgenommen haben. Es ist sehr sauber, es passt alles, uns fehlt es an nichts. Und wenn keine Fahrräder dabei hat, die kann man auch gut in der Garage parken. Genau, also wirklich gut und wir werden morgen dann auch ein paar Außenaufnahmen noch zeigen, dass ihr euch da was drunter vorstellen könnt. Wir fühlen uns hier sehr wohl sehr, sehr und gut. Ja. Liebe Grüße auf dem Weg nochmal an die Familie Ebersberger. Genau, das sollte erwähnt werden. Ja, morgen geht es im Prinzip ganz normal weiter und da geht es dann nach Breitenberg. Ja, das Übliche, ihr macht wieder ein auf Daumen hoch, wenn es geht. Na? Wir haben uns echt gefroren. Ja, für das euch. War wirklich für euch, genau. Also die Hände, die waren sowas von zusammengefroren. Ja, genau. Ne? Und Kommentare, ne? Netten Kommentar oder ein Abo, wenn ihr es noch nicht habt. Ne? Vielleicht seid ihr dem bei besserem Wetter gelaufen. Ja, genau. Wenn irgendwelche Anmerkungen sind, könnt ihr ja alles dazu schreiben. Ne? Und ansonsten sehen wir uns ja dann morgen wieder. Macht's gut, ne? Also. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt essen wir erstmal was, ne? Zeit machen.
Bis dann. Ciao.